Jesus, ich glaube, es war nicht klug, nach Jerusalem zu kommen. Die Stimmung in dieser Stadt ist sehr gereizt. Siehe, der Menschensohn wird den Hohepriestern und Schriftgelehrten überantwortet werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Römern geben, damit sie ihn verspotten und schlagen und kreuzigen. Dann lass uns wieder nach Galiläa gehen. Dort sind wir sicher. Da haben wir Freunde. In dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir, und einer von euch wird mich verraten. Meister, ich bleibe bei dir, was auch immer passiert. Ach, Petrus, mein guter Fels, ich bin so müde. Lass uns jetzt das Passamahl halten. Jesus, es ist eine Frau, die will dich sehen. Sollen wir sie hereinlassen? Lasst sie herein. Meister, sei nicht mutlos. Wir wissen, du wirst die Welt verändern. Doch jetzt brauchst du Ruhe. Dann wird alles gut. Setz dich zu uns und iss mit uns. Was du getan hast, das soll für mein Begräbnis sein. Wo immer das Evangelium in der Welt gepredigt wird, da wird man auch von dir sprechen. Die Menschen werden sich dann erinnern, was du getan hast. In dem Raum, in dem sie feierten, gab es einen Krug zur Reinigung nach jüdischer Sitte. Normalerweise wuschen darin Sklaven den Herren die Füße. Da Jesus und seine Jünger arm waren, hatte ihnen niemand die Füße gewaschen. Da stand Jesus vor dem Essen auf, nahm sich eine Schürze und goss Wasser in den Krug. Damit ging er zu den Jüngern und wusch ihnen die Füße. Meister, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Das verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es verstehen. Niemals sollst du mir die Füße waschen. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Gesicht. Es ist genug, wenn ich dir die Füße wasche. Mehr brauchst du nicht. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich euch sagen will. Das ist ein Beispiel. So wie ich euch jetzt diene, so sollt ihr euch untereinander dienen. Der Größte soll der Kleinste werden. Meister, du bist so oft schwer zu verstehen. Wie gut, dass du bei uns bist. Morgen wirst du es uns noch einmal genau erklären. Alle Tage werde ich bei euch sein in diesem Mahl, welches wir jetzt zu uns nehmen werden. Dann werdet ihr verstehen. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten und das Mahl gegessen hatten, gingen sie zum Ölberg in den Garten Gethsemane, um dort zu schlafen. Doch Judas hatte schon beschlossen, Jesus zu verraten. Er war zu Kaiphas gegangen und hatte ihm gesagt, wo er Jesus finden würde. Da schickte der Hohepriester seine Knechte und ließ Jesus verhaften und gefangen nehmen.